Dann könnten wir einsteigen in die Tagesordnung. 68, Aktuelle Stunde, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Landschaftspflegeverbände, wichtige Säule bei der Umsetzung der hessischen Biodiversitätsstrategie, 2035-08. Es beginnt die Frau Kollegin Vanessa Kronemann. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen! Meinem Freund, dem Feldhamster, geht es schlecht. Einst eine Allerweltsart ist er heute vom Aussterben bedroht. Und dafür steht er stellvertretend für rund 1 Million Arten, die in den kommenden 10 Jahren unwiederbringlich verschwinden können. Wir haben es hier mit dem größten Artensterben seit den Dinosauriern zu tun. Das zeigt vor allem eins: Der Schutz der Natur, der Schutz der Artenvielfalt ist für uns alle eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Egal ob global, bundesweit, auf Länderebene oder in der Kommune. Die Aufgabe ist so groß, dass sie nur gemeinsam bewältigt werden kann. Und wie das gehen kann, wie dieses gemeinsam aussehen kann, das zeigen die 8 Landschaftspflegeverbände, die es in Hessen bereits gibt. Und jetzt zu den guten Nachrichten. Die erste ist, 9 weitere Landschaftspflegeverbände sind bereits in der Gründung. Die Landkreise haben erkannt, dass sie dem Biodiversitätsverlust etwas entgegensetzen müssen. Die zweite ist, das Land Hessen wird ein eigenes Förderprogramm auflegen, um Landschaftspflegeverbände in allen 21 Landkreisen zu fördern. Und für all diejenigen, die sich fragen, was sind denn eigentlich Landschaftspflegeverbände, das erkläre ich natürlich gerne. Die Landschaftspflegeverbände unterstützen bei der Umsetzung der FFH-Richtlinien, indem sie die Umsetzung von Maßnahmen zum Schutz der Arten der Hessenliste umsetzen und immer wieder auch evaluieren. Wie Sie wahrscheinlich wissen, haben wir z.B. bei dem Wiederaufbau der Bestände der Sumpfschildkröte gute Erfolge auch erreichen können. Die LPVen unterstützen den hessischen Klimaschutzplan, indem sie Biotopverbundsysteme schaffen, Grünland erhalten und weitere Landschaftszerschneidung verhindern. Und sie sind ein wichtiger Baustein der Biodiversitätsstrategie, weil sie sich die wertvollen ökologischen Flächen vor Ort anschauen, sie Pläne entwickeln, wie beispielsweise Streuobstwiesen erhalten und ausgebaut werden können. Sie schauen sich an, welche ansässigen Arten drohen auszusterben, entwickeln Konzepte für deren Erhalt und schaffen neue Lebensräume. Und das Gute hieran ist, dass alle an einem Strang ziehen, NaturschützerInnen, Landwirtinnen und Kommunen. Das ist ein Garant dafür, dass es funktioniert, zusammen und nicht gegeneinander. Die Menschen, die sich bestens vor Ort auskennen, die Menschen, die die naturschutzfachliche Kompetenzen haben, die Menschen, die die Flächen besitzen und bewirtschaften, kommen alle gemeinsam an einen Tisch, und sie tun das mit dem gemeinsamen Ziel, den Naturschutz und den Artenschutz gemeinsam voranzutreiben. Und als Beispiel erwähnt sei hier z.B. der LPV Gießen, der derzeit 95 Maßnahmen betreut, aber auch der LPV Wetterau, der die Renaturierung der Nidder vorangetrieben hat, der LPV Main-Kinzig-Kreis, der eine Maßnahme für den Erhalt der Kreuzotter auf den Weg gebracht hat. Die Landschaftspflegeverbände leisten großartige Beiträge für den Natur- und Artenschutz. Und wir sind daher froh, dass die Hessische Landesregierung diese mit 2,7 Millionen € fördert. Und wenn Sie sich den Biodiversitätsbericht von 2019 angesehen haben, dann wissen Sie, dass wir als Landesregierung sehr viel investieren. Ich glaube, im letzten Jahr waren es insgesamt 21,7 Millionen € für Natur- und Artenschutzmaßnahmen insgesamt. Und das ist nicht nur eine Investition in den Natur- und Artenschutz, sondern zeitgleich eine Investition in unsere Zukunft, meine Damen und Herren. Und ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, um mich auch im Namen meiner Fraktion ganz herzlich bei Frau Ingrid Moser
zu bedanken für Ihre langjährige Arbeit als Sprecherin der Hessischen Landschaftspflegeverbände. Vielen Dank für Ihren Einsatz und Ihr Engagement für den Natur- und Artenschutz in Hessen. Und Ihrer Nachfolgerin, Frau Sonja Kraft, wünsche ich viel Erfolg bei dem neuen Ehrenamt und hoffe auf gute Zusammenarbeit. Wie bereits gesagt, die Aufgabe, den Biodiversitätsverlust aufzuhalten, ist groß. Packen wir es gemeinsam an für den Feldhamster, für die Sumpfschildkröte und nicht zuletzt für uns selbst. Denn nur wenn wir unsere Umwelt schützen, können wir eine lebenswerte Zukunft schaffen. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Frau Kollegin Wiebke-Knell, FDP-Fraktion. Das starten wir neu, haben wir schon, ich habe es festgestellt. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Erfolgsmodell Landschaftspflegeverbände Hessischer Landschaftspflegetag 2020. Wie immer bei den grünen Themen hört sich das erst einmal schön an. Die Grünen setzen ihre Tradition fort, aktuelle Stunden dafür zu nutzen, die Werbetrommel zu rühren, Werbung zu machen für vermeintlich neue grüne Projekte, obwohl es die Landschaftspflegeverbände gibt es ja auch schon seit den 80er Jahren, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich habe ja schon bei der letzten Plenarrunde gesagt, das kann man natürlich so machen. Aber ob es dafür jetzt unbedingt eine Aktuelle Stunde braucht, na ja, aber gut. Sie können das selbst entscheiden, wenn es für Sie keine wichtigeren Themen gibt, ist das auch in Ordnung. Also das Erfolgsmodell Landschaftspflegeverbände heißt es, und das halte ich für etwas übertrieben. Ich wäre etwas zurückhaltender und würde sagen, die Zusammenarbeit von Landwirten, Naturschutzverbänden und Kommunen funktioniert vielerorts ohne größere Probleme. Das ist das, was mir die Betroffenen vor Ort berichten. Und es kommt in der Zusammenarbeit der Beteiligten durchaus auch zu guten Projekten. Um das deutlich zu sagen, die Arbeit der Verbände, die Arbeit aller Beteiligten vor Ort für die Landschaftspflege, die ist gut und die ist auch notwendig. Und die Idee ist ja auch nicht neu, sondern eben auch älter als die Grünen selbst. Die Arbeit dient letztlich auch der Allgemeinheit. Und deswegen ist es auch unser Wunsch, dass die Arbeit ausgebaut wird, dass letztlich mehr Projekte vor Ort auch realisiert werden können. Jetzt sollen die Mittel aufgestockt werden auf 2,7 Millionen Euro pro Jahr. Das ist ein Haufen Geld, auch wenn die Dimensionen hier sich ja etwas verändert haben. Rechnerisch ungefähr 160.000 Euro pro Jahr für jeden Landschaftspflegeverband. Und nach meinem Verständnis sollen die Mittel insbesondere für Fachpersonal genutzt werden. Das war zumindest der Presse zu entnehmen. Gut, dann müssen Sie das anders kommunizieren. Aber 160.000 Euro, das ist schon, da ist dann schon die ein oder andere Vollzeitstelle in jedem Landkreis drin. Und da muss man schon auch die kritische Frage erlauben, ist das wirklich notwendig, dass gewissermaßen jeder dieser Landschaftspflegeverbände mit Vollzeitstellen aufgebaut wird? Denn von diesem Geld haben ja erst einmal die Landwirte nichts, die Kommunen nichts und auch die Natur nichts. Und wenn hier Geld für das Personal der Landschaftspflegeverbände ausgegeben wird, dann muss man schon auch aufpassen, dass es wie so oft bei grünen Projekten dann nicht zum Selbstzweck wird. Und die Erhöhung der Mittel sollte am Ende jedenfalls nicht dazu dienen, Vollzeitstellen für ihr Gedankengut zu schaffen. Wir halten es für wichtiger als Freie Demokraten, dass das Geld bei den konkreten Projekten ankommt, nicht in der Verwaltung. Und solche Projekte können ja durchaus teuer sein. Da nenne ich das Beispiel das Rebhuhn-Projekt in Bad Zwesten. Da bin ich großer Fan von. Das ist ein wirklich gutes Projekt. War ich schon immer. Ich habe auch, glaube ich, schon mehr für Rebhühner getan als die meisten von Ihnen. Es kommt planerisch vom LLH. Ich mache mich nicht über Rebhühner lustig. Wird ausgeführt von den Landwirten und Jägern vor Ort. Ich kenne da auch die allermeisten von. Und im konkreten Fall wäre es doch besser, mehr Geld in das Projekt vor Ort zu geben, anstatt in mehr Verwaltung. Ähnlich sieht es beispielsweise aus, auch mit den Niederwaldprojekten im Wald.
Landschaftspflege findet ja eben nicht nur auf den Feldern statt, sondern das Anlegen von Hecken, um dem Niederwild Rückzugsorte zu geben, zum Beispiel, ist ganz wichtig. Das wissen die Betroffenen schon, wie das funktioniert, aber es ist eben auch sehr zeit- und auch kostenintensiv. Deswegen ist sicherzustellen, dass das Geld dann auch da ankommt, wo es gebraucht wird. Und Geld direkt in die Landschaftspflege zu investieren, das sieht für mich ein bisschen anders aus. Aber ich muss auch etwas positiv erwähnen. Ich finde es äußerst bemerkenswert, dass sich die Umweltministerin zur Drittelparität durchringen konnte, weil das ist ja eigentlich nicht ihr Stil, dass die Meinung der Landwirte zählt und berücksichtigt wird. Das ist nicht der Normalzustand im Umweltministerium. Eine neue Erkenntnis gewissermaßen. Das begrüße ich ausdrücklich an der Stelle, und da freuen sich auch die Landwirtinnen und Landwirte drüber. Auch, dass die Kommunen mit an Bord sind, halte ich für wichtig. Sie kennen sich am besten mit den Gegebenheiten vor Ort aus. Und als drittes sind dann die Naturschutzverbände mit dabei. Auch das hat natürlich seine Berechtigung, denn natürlich können Naturschutzverbände mit ihrer Expertise zum Erfolg von Landschaftspflegeprojekten beitragen. Das Problem ist für mich natürlich immer, für mich und auch für viele Menschen im ländlichen Raum, sind Naturschutzverbände beispielsweise auch der Bauernverband und auch die Jagdvereine und die Hegegemeinschaften. Für viele von Ihnen sind es eben nur NABU und BUND. Aber die Befürchtungen sind nicht eingetreten. Die Landwirte und auch die Kommunen sitzen mit am Tisch. Und vielleicht können wir das in Zukunft auch weiter ausbauen, z.B. mit den Weidetierhaltern und auch mit den betroffenen Kommunen und Landkreisen beim Thema Wolf. Die Weidetierhalter betreiben ja auch Landschaftspflege. Holen Sie die doch bitte mal mit ins Boot, wenn Sie in ein paar Monaten dann den Wolfsmanagementplan überarbeiten, weil höhere Zäune wieder nicht funktioniert haben. Und bei der Gelegenheit können Sie dann auch die betroffenen Kommunen mitnehmen. Das ist der Frau Kollegin Knell, Sie müssen zum Schluss kommen. Okay, ich bin sofort fertig. Also gegen die konkrete Arbeit der Landschaftspflegeverbände ist nichts einzuwenden. Für uns ist es eben wichtig, dass das Geld so eingesetzt wird, dass konkrete Projekte vorangebracht werden. Und dann können Sie die Landschaftspflegeverbände auch ihre Arbeit vor Ort erfolgreich weiterführen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Knell. Wort hat der Abg. Gernot Grumbach, SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Manchmal freut man sich ja, dass Schubladen nicht so häufig ausgeräumt werden. Und ich muss sagen, ich habe mich im Jahre 2017 darüber gefreut, dass offensichtlich nach 30 Jahren aus einer Schublade die Konzepte der Landschaftspflegeverbände wieder aufgetaucht sind. Der Kollege, der sie mal erfunden hat, ist inzwischen ja pensioniert. Aber dennoch sehr schön, dass wieder aufgetaucht ist, und sehr schön auch, dass sie jetzt einen Stellenwert kriegen. Weil in der Tat ist es ein Unterschied, ob man Administration in der Naturschutz- und Landschaftspflege von oben macht oder ob man Beteiligung organisiert. Insofern kann ich diese Grundlinie unterstützen. Und ob es dann der Kollegin Kula zuliebe um Feldhamster oder um andere geht, das musste jetzt sein, wird der Blick auf die Zahlen da deutlich machen, dass das Leben in dieser Frage allerdings nicht ausreichen wird. Ja, das ist gut, aber wer sich den Biodiversitätsbericht anschaut, wird feststellen, wir haben da ein bisschen größere Probleme. Und ich glaube, dass da die Idee, man könne da einfach einen neuen Fördertopf aufmachen, der dann die, die sowieso Förderungen kriegen, noch einmal begünstigt, vielleicht zu wenig ist, sondern wir brauchen Leute, die Impulse setzen, weil das, was wir tun, ist zu langsam. Wir haben eine Entwicklung, dass in den Städten die Biodiversität noch immer leicht zunimmt, dass im Wald es auch gerade so geht, dass aber in der freien Landschaft, in der Agrarlandschaft sie noch immer abnimmt. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, der bedrohlich ist für uns alle. Ich will das gar nicht ins Detail um die einzelnen Tierarten gehen, sondern es geht um eine Vielfalt, von der wir alle leben und die im Prinzip on the long run dafür sorgen wird, dass wir auch in der Lage sind, weiterhin aus diesen Flächen zu leben und ein Stück diese Flächen stabilisiert. Deswegen ist es richtig, Personen einzusetzen, die an der Stelle Impulse geben, die die Projekte auch mitentwerfen, die auch die Kommunen und die anderen unterstützen. Ich will an dieser Stelle, weil ich ein paar Tage älter bin, dann auch den Dank ausweiten auf den Menschen, der hier in den 30 Jahren ständig dafür gekämpft hat, nämlich Klaus Werk, der schon zu Zeiten
als wir noch rot-grün reagierten, die Landesregierung genervt hat, dass man doch endlich einmal dafür sorgen muss, dass Bevölkerung und Beteiligte mobilisiert werden. Ich freue mich auch, dass es mehr Landschaftspflegeverbände geben wird. Ich glaube, dass das ein Punkt ist, der uns weiterführt. Ich denke aber auch, dass wir einen Weg finden müssen, sozusagen die dann auch in ihren Projekten zu unterstützen. Und dann werden wir ganz schnell merken, dass das, was wir jetzt machen, wieder nur ein Zwischenschritt ist. Und wenn uns aber gelingt, auf diese Weise Geld zusätzlich zu mobilisieren, wird sicher dem Artenschutz ganz gut Rechnung getragen. Wie auch immer. Ich bin als Oppositionsabgeordneter selten in der Lage, die Landesregierung zu loben. Das ist ein richtiger Zwischenschritt. Deswegen soll das Lob jetzt auch stattfinden. Aber wir haben noch viel vor uns und wir werden eine Menge zu tun haben. Danke schön. Vielen Dank, Kollege Grumbach. Das Wort hat die Frau Abgeordnete Scheuch-Paschkewitz, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Zuerst einmal, Landschaftspflegeverbände sind für den kooperativen Naturschutz unerlässlich, und deren finanzielle Unterstützung ist wichtig. Aber das bedeutet nicht, dass mit der Finanzierung der Verbände automatisch ein besserer Schutz der biologischen Vielfalt einhergeht. Die Natur- und Umweltverbände stimmen darin überein, dass nur mit Mitteln des Naturschutzes der Biodiversitätsverlust nicht gestoppt werden kann. Ohne eine grundlegende Änderung der Produktion von Nahrungsmitteln und Gebrauchsgütern und ohne eine Veränderung des Konsum- und Mobilitätsverhaltens werden wir weder das Artensterben noch den Klimawandel stoppen können, meine Damen und Herren. Hier geht es um einen Wandel. Ich weiß, Sie hören das nicht gerne. Einen Wandel, der auch die kapitalistischen Produktionsweisen infrage stellen muss. Seit Jahren hören wir Ankündigungen der Umweltministerin. Kaum ein Monat, in dem nicht eine tolle Strategie aus dem grünen Ministerium das Licht der Welt erblickt. Keine Woche, in der nicht ein Programm gelobpreist oder ein Preis vergeben wird. All das verschleiert, dass die Umsetzung von EU-Richtlinien miserabel sind. Sollen Landschaftspflegeverbände nicht Teil der Verwaltung des Niedergangs werden, muss die Landesregierung deutlich nachlegen. Ich nenne nun drei wichtige Säulen des Biodiversitätsschutzes. Zum einen die Wasserrahmenrichtlinien. 2018 waren nur 15% der hessischen Fließgewässer in einem guten ökologischen Zustand. Was dort durch ein Preisausschreiben mit den 100 wilde Bäche den Kommunen angeboten wird, ist allerdings längst überfällig verbindliche Aufgabe für alle Kommunen. Zweitens die Agrarwende. Das Artensterben, welches wir in den letzten Jahrzehnten auf den Feldern erlebt haben, ist die Folge eines gravierenden Politikversagens. Industrielle Agrarkonzerne, glyphosatgespritzte Monokulturen, lobbygesteuerte Zulassungsverfahren für Pestizide und die Vergüllung der Landschaft. Als Gegenmittel hat die Landesregierung 2018 einen Pestizidreduktionsplan angekündigt. Es gibt aber keinen Plan. Dieser Plan sei als, ich zitiere, Ergebnis eines vielsträngigen und kontinuierlich dynamischen Entwicklungsprozesses zu definieren. So hört sich das an, wenn die hessische Umweltministerin der Öffentlichkeit mitteilt, dass nichts passiert. Drittens, die dritte Säule des Biodiversitätsschutzes ist der Stopp der Flächenversiegelung. Trotz Nachhaltigkeitsstrategie, an Strategien mangelt es nicht, verlieren wir unter grüner Leitung jährlich viele Hektar beste Ackerböden für Logistik und Verkehrsflächen. 2,8 Hektar verschwinden täglich unter Beton und Asphalt.
Unter der Aufsicht vom grünen Minister Al-Wazir wurde die Hessische Landgesellschaft zur Versiegelungs GmbH. Und schlimmer noch, während wir nach mehreren heißen Sommern um jeden Hektar lebensfähigen Wald kämpfen, soll durch den unsinnigen Weiterbau der A49 bester, noch intakter Mischwald gerodet werden. Der Verkehrsminister Al-Wazir degradiert sich selbst zum Handlanger des Bundesautoministers Scheuer und erklärt sich für nicht zuständig. Die Fraktion der GRÜNEN loben sich im Landtag für das Engagement für den Erhalt der Biodiversität. Sie schauen aber weg, wenn diese unter Asphalt verschwindet. Das nenne ich Heuchelei, meine Kollegen. Wir erwarten von Minister Al-Wazir, dass er sich für ein sofortiges Rodungs- und Baumoratorium einsetzt. Der Weiterbau der A49 ist ein ökologischer Wahnsinn. Er ist nicht Teil einer Verkehrswende, steht gegen den Klimaschutz, zerstört Trinkwasservorkommen und ist das Gegenteil von Biodiversitätsschutz. Wir halten fest, die Zerstörung von Lebensräumen in Hessen wird weiter betrieben. Schwarz-Grün redet über Wenden und ökologischen Umbau, setzt es aber nicht um. Es reicht nicht, wenn nur noch Ankündigungen grün sind, die Realpolitik aber nach Jahren sich kaum von der einer schwarz-gelben Regierung unterscheidet. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Letzter Satz. Setzen Sie endlich ein Zeichen dafür, dass Ihnen der Schutz der biologischen Vielfalt wichtig ist. Leiten Sie die Wende ein. Stoppen Sie den Weiterbau der A49. Vielen Dank. Das Wort hat der Abg. Klaus Gagel, AfD-Fraktion. Das freut mich sehr, dass Sie sich schon so freuen auf mich. Herr Präsident, verehrte Kollegen, es ist doch immer wieder witzig, wenn hier die SED erklärt im Hessischen Landtag, wie Umweltschutz gemacht werden soll. Und wir hatten das real existierende Beispiel in der DDR. Sie brauchen sich nur einmal Bitterfeld-Wolfen oder Leipzig vor 1989 anzuschauen. Und dann sehen wir, wie viele real umgesetzte Strategien in ihrer sozialistischen Welt tatsächlich passiert sind. Das, was Sie hier sagen, ist alles nur Humbug. Das ist ein Feigenblatt. Meine Damen und Herren, auf den ersten Blick klingt die Durchsetzung einer Biodiversitätsstrategie im Namen des Naturschutzes toll. Ich stelle hiermit für die AfD klar, auch uns ist es sehr an Naturschutz, Artenvielfalt und Erhalt unseres Landschaftsbildes gelegen. Frau Ministerin Hinz, wenn man Ihrer Broschüre Biologische Vielfalt für uns wichtig Glauben schenken will, sind durch die von Ihrem Ministerium an die verschiedensten Ebenen verteilten Millionen Euro an hart verdientem Steuergeld sinnvoll angelegt. Sie haben sich 11 Ziele gegeben und mit Kennzahlen versehen, deren Erreichung oder Nichterreichung Sie in dem Bericht dokumentieren. Soweit, so gut. Was sollen uns also nun Landschaftspflegeverbände bringen, und wie ist die Etablierung dieser einzuordnen? Die Landschaftspflegeverbände, meine Damen und Herren, dienen zunehmend der Umsetzung einer zentralisierten Strategie. Politische Ziele wie beispielsweise der Klimaschutz oder das globale Artensterben werden hier als Etikett draufgeklebt. Über Fördergelder werden also Ebenen installiert, die sich politisch leicht steuern lassen. Damit dienen die Verbände mehr und mehr der Umsetzung zentral definierter politischer Ziele. Wenn es also auf der lokalen Ebene abweichende Meinungen gäbe, dann gibt es halt kein Fördergeld oder das Personal wird schlicht ersetzt. Obendrüber über die Installation der Landschaftspflegeverbände steht die Konvention für biologische Vielfalt. Man muss sich das ungefähr so vorstellen wie das Pariser Klimaschutzabkommen, nur ist es nicht ganz so erfolglos. Bei dem unbestritten hohen Einsatz von Steuergeldern sehen wir in Hessen zum Beispiel leichte Fortschritte in der Artenvielfalt und Landschaftsqualität in einem Zeitraum von 23 Jahren.
Da gibt es eine Kennzahl in Ihrem Bericht, die stieg da von 83,6 auf 85,5%. Und der Zustand der hessischen Fließgewässer, die sich in einem guten oder sehr guten Zustand befindet, hat sich innerhalb von 20 Jahren von 5,7 auf 11% erhöht. Die Verbesserungswerte sind zum Teil marginal, aber sie geben auch keinen Anlass zur Traurigkeit. Nicht erwähnt in Ihrem Bericht werden aber beispielsweise die Schäden vom Bau von Windenergieanlagen im Wald, Rodungen in Wäldern, verschlechterte geologische Bedingungen für die Gewinnung unseres Trinkwassers, das Abschlachten von Zugvögeln an den Rotoren der Windräder sind auch nicht weiter erwähnenswert, weil dies in Ihre widersprüchliche Ideologie von Natur- und Klimaschutz einfach nicht reinpasst. Insofern ist auch Ihr Bericht biologische Vielfalt für uns wichtig, ein willkommenes Feigenblatt, um von der gigantischen Natur- und Landschaftszerstörung durch Windräder abzulenken. Das im Koalitionsvertrag der Landesregierung vereinbarte Ziel, auf Landkreisebene flächendeckend Landschaftspflegeverbände zu etablieren, soll durch eine Förderrichtlinie und weitere Steuermillionen jetzt durchgesetzt werden. Die AfD sieht diese staatlich gelenkte Förderung dieser Vereine kritisch. Statt staatlichen Dirigismus und der Zuteilung von weiteren Millionen Steuergeld setzt die AfD auf die Eigeninitiative der Kommunen, der betroffenen kommunalen Verbände, der Landwirte und ehrenamtlich vor Ort tätigen Personen. Denn über eins müssen wir uns doch klar sein. Die Steuereinnahmen brechen Corona-Lockdown-bedingt weg, auf Landesebene, auf Kreisebene und in jeder Kommune. Eigentlich müssten wir uns angesichts dieser Lage der Haushalte fragen, ob diese von der Landesregierung programmierten Dinge Must-Haves oder Nice-to-Haves sind. In Anbetracht staatlichen Handels als Konkurrenz um die knappen und begrenzten Mittel müssten die Nice-to-Haves eigentlich herunterfallen. Was ich aber derzeit lerne, dass bei der politischen Klasse hier im Land, hier im Bund, aber auch leider in den Kommunen die Dramatik der Steuerrückgänge, die Dramatik der Defizite künftiger Haushalte überhaupt nicht anzukommen scheinen. Sie kommen deswegen nicht an, sie kommen unter anderem auch deswegen nicht an, weil mit den sogenannten Sofortmaßnahmen, wie ja hier auch mit dem 12-Milliarden-Projekt der Landesregierung über mehrere Jahre, keinerlei Schmerz verbunden ist, auch den Haushalt an irgendeiner Stelle kürzen zu wollen. Bei dem Vorhaben mit immer neuen Fördergeldern wie den Landschaftspflegeverbänden könnte man hier zumindest zum Teil einen Rotstift ansetzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Gagel. Das Wort hat der Abgeordnete Michael Ruhl, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Arbeit der Landschaftspflegeverbände in Hessen hat sich bewährt. Und ich stelle zumindest fest, dass die breite Mitte des Hauses das genauso sieht. Also sowohl die SPD hat das gelobt, die FDP hat das gelobt, dass es grundsätzlich so ist. Es ist auch eine gute Idee. Ich möchte mal zumindest auf die Geschichte zurückgehen. Die Idee stammt von Irmgard Reichert. Sie war mal Vorsitzende der Landfrauen und hat unter dem Bundesumweltminister Walter Wallmann die Idee der Landschaftspflegeverbände mal ins Leben gerufen. Also von daher eine durchaus konservative Geschichte. Jetzt mal zu den beiden Rändern dieses Hauses. Also bei Ihnen habe ich den Eindruck, dass Sie das nicht verstanden haben, was mit Landschaftspflegeverbänden zu tun ist. Bei Ihnen haben Sie tatsächlich das Inhalt nicht verstanden, und die Linken sind sogar gegen das, was Landschaftspflegeverbände tun. Sie haben zwar erst einmal gesagt, dass das irgendwas mit Kooperation zu tun hat, haben aber dann gesagt, aber eigentlich wollen wir nicht mit den Bauern reden, das sollen irgendwie die Umweltverbände ganz alleine machen, und haben dann dermaßen auf die Bauern eingedroschen, ein Bauernbashing betrieben, dass man tatsächlich erst einmal sagen muss, man muss sich auch mal auf die Seite der Landwirte hier stellen, denn in den Landschaftspflegeverbänden funktioniert das nämlich sehr gut. Und überall dort, wo die Bauern mit am Tisch sitzen, kommt man dann vor Ort auch zu einem ordentlichen Ergebnis. Und so wie Sie Landschaftspflege betreiben wollen, führt das vor Ort nur zu Konflikten. Am Ende wird man weniger umsetzen können, als wenn man miteinander spricht und miteinander gemeinsam an einer guten Lösung arbeitet. Auch wenn es hier nicht zum Thema gehört, aber Sie haben es ja angesprochen, dann will ich wenigstens mal einen kurzen Satz zur A 49 sagen, weil der Dannenröder Forst ja in meinem Wahlkreis liegt.
Also, das, was dort passiert im Dannröder Forst, geht gar nicht. Also, ich fordere von hier einmal auf, dass die Demonstranten, die dort im Wald hocken, dass die sich mal wieder an den Rechtsstaat halten, dass sie sich an Demokratie und Rechtsstaat halten. Und vor allen Dingen, wenn ich mir anschaue, dass gestern durch die Presse ging, dass die Demonstranten dort im Wald Stahlseile zwischen den Bäumen gespannt haben, um damit die Polizisten zu verletzen. Das ist ein Angriff auf Leib und Leben unserer Polizei. Und das geht überhaupt nicht. So, und worum geht es hier eigentlich? Wir haben tatsächlich einen Erfolg. Wir haben jetzt inzwischen 8 Landschaftspflegeverbände, die sehr erfolgreich arbeiten. 9 weitere sind in Gründung. Deswegen stocken wir das finanziell auch auf. Und entscheidend, und das musste ich eben den beiden Rändern mal erklären, ist eben der kooperative Gedanke von Landwirtschaft, Umweltverbänden und Kommunen, dass man sich nämlich an einen Tisch setzt, dass man miteinander redet und nicht übereinander. Und dann schafft man es eben auch, dass man vor Ort konkrete Projekte für alle Beteiligten auch passend findet und dann auch umsetzt und dass man dann eben auch Konfliktfälle vermeidet und damit vielleicht sogar Gerichte entlastet. Und damit sorgt man dann eben auch für Artenvielfalt oder für den Erhalt der Artenvielfalt in der Fläche. Und dementsprechend ist es eine gute Geschichte. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Rohl. Das Wort hat die Frau Staatsministerin Priska Hinz. Priska, bitte. Danke, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, ich möchte mal mit einem doch positiven Ausblick beginnen heute Morgen, weil wir in Hessen durchaus im Naturschutz auch Erfolge zu verzeichnen haben. Und man muss nicht immer erst einmal über das Schlechte reden, man kann auch mal mit dem Guten beginnen. Wir haben mittlerweile 15,5% der landwirtschaftlichen Fläche in Hessen als ökologisch bewirtschaftete Fläche. Wir haben 8 große Feldflurprojekte zum Schutz von Feldhamstern, Rebhühnern und Co. auf den Weg gebracht. Der Anteil der Naturwälder im Staatswald ist auf 10% erhöht worden. Das Programm 100 wilde Bäche wurde begonnen. Ich habe bereits in diesem Sommer 2 Bewilligungsbescheide überbringen können. Wir haben 80.000 Hektar vielfältige Ackerkulturen inzwischen, die von landwirtschaftlichen Betrieben eingerichtet wurden und beackert werden. Und das sind tolle Entwicklungen zugunsten der Artenvielfalt und des Naturschutzes. Und das ist kein Selbstzweck, das sage ich an dieser Stelle ganz deutlich. Naturschutz, biologische Vielfalt, Biodiversität ist kein Selbstzweck, sondern es dient dazu, dass wir fruchtbaren Boden, gutes Grund und damit Trinkwasser haben und eine gesunde Luft. Und das dient uns allen. Natürlich gibt es auch die erschreckenden Zahlen zum Rückgang der Biodiversität weltweit. Davon können wir uns nicht vollständig abkoppeln. Wir haben einen langen Weg noch vor uns, um die Artenvielfalt zu stabilisieren. Aber von Hessen aus können wir diese Dinge auch angehen. Und gerade weil der Weg lang und steinig ist, brauchen wir Kooperation. Wir brauchen Kooperation von Landschützern und Landnutzern. Das ist wichtig. Und zu den Landnutzern, Landnutzerinnen gehört im Wesentlichen im Offenland die Landwirtschaft. Deswegen wäre es fahrlässig und falsch, was gegen sie durchdrücken zu wollen. Deswegen ist die Kooperation hier so wichtig. Das Besondere an den Landschaftspflegeverbänden ist, sie arbeiten drittelparitätisch, die Kommunen, der Naturschutz, die Landwirtschaft zusammen.
Sie verfügen damit über Fachwissen aus unterschiedlichen Bereichen, das Sie zusammenbringen können. Sie kennen die Akteure vor Ort. Sie wissen, auf wen Sie zugehen müssen, mit wem Sie reden können, wen Sie mit reinbringen müssen in die Strategie des Erfolges. Deswegen ist es so wichtig. Und ich glaube, Sie haben keine Ahnung, wie sich Landschaftspflegevereinigungen gründen. Das ist ein Beschluss der örtlichen Kommunen, des Kreistages, wenn er macht. Das ist der Beschluss der örtlichen Landwirtschaftsverbände. Das ist der Beschluss der örtlichen Naturschutzverbände. Ich kann nicht dahin gehen und sagen, ihr macht das. Das ist eine Selbstvereinigung. Und das ist richtig. Wir unterstützen aber diese Selbstvereinigung. Und das ist auch wichtig. Wir haben erfolgreiche Artenschutzprojekte, z.B. für Braunkehlchen im Lahn-Dill-Kreis oder das Rebhuhn im Schwalm-Eder-Kreis ja schon hier angeführt. Da hat sich in den letzten zwei Jahren durch Landschaftspflegeverbände vieles getan. Die Braunkehlchenpopulation hat sich stabilisiert. Die Rebhuhne in Bad Zwesten der Bruterfolg hat sich verdoppelt. Und das ist ein Erfolg, der mit der Landwirtschaft und dem Naturschutz gemeinsam, und zum Naturschutz gehören natürlich auch die Jagdverbände, gemeinsam ergeben haben. Und das ist gut und das ist wichtig. Und die Kommunen profitieren davon, dass Landschaftspflegeverbände Ausgleichskompensationsmaßnahmen durchführen können. Man kann nicht immer zusätzlich Flächenfraß machen. Da kann man aber auf der Fläche stapeln. Und das ist wichtig für Kommunen, dass sie wissen, mit wem sie das gemeinsam tun können. Deswegen ist Kooperation so wichtig. Und meine Damen und Herren, in 8 Landkreisen gibt es bereits Landschaftspflegeverbände. In 9 gibt es eine Gründungsinitiative. Und das wäre doch nicht erfolgreich, bloß weil die Umweltministerin sagt, wir brauchen Landschaftspflegeverbände, sondern die Initiativen sind erfolgreich, weil sie bei anderen sehen, dass es gut funktioniert. Und natürlich brauchen sie Menschen vor Ort, die das Ganze koordinieren und vor allen Dingen, die weiterhin Geld einwerben. Geld vom Bund, Geld von Europa, Geld von Stiftungen und auch Geld vom Land, weil die kriegen nicht das Geld einfach rübergeschoben. Auch das ist ein Irrglaube, mit dem ich hier aufräumen will. Aber natürlich muss die Koordination installiert sein. Das ist wichtig, das ist notwendig für den Artenschutz, für den Naturschutz, für die biologische Vielfalt in Hessen. Ich danke Ihnen, dass Sie in der Breite ja jedenfalls diesen kooperativen Naturschutz in Hessen gut finden und mit mir weiterentwickeln wollen. Herzlichen Dank. Frau Ministerin, herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende der ersten Aktuellen Stunde. Auf Ihren Plätzen verteilt ist der Bericht des Haushaltsausschusses betreffend Antrag des Ministers der Finanzen auf Erteilung der Zustimmung des Haushaltsausschusses gemäß § 8 Absatz 1 Satz 1 GZSG zum zweiten GZSG-Maßnahmenpaket. Dieser Bericht wird Tagesordnungspunkt 87 mit einer Redezeit von 5 Minuten, damit das jeder weiß.